Moins allerseits. Ja, wieder Wochenende. Und wie man sieht, sehe ich gerade ein bisschen anders aus, ne? Ich habe mal versucht, nochmal so einen Blutmond hinzukriegen oder vielleicht sogar zwei und es war eine Plackerei. Es war eine Plackerei, aber sowas von. Das ist echt ätzend mit diesem Blutmond, weißt du das? Und ich habe mal auch einen Trank geholt gehabt. Oder Mixtur oder was weiß ich was. Die Dinger sind leider nicht einzigartig. Also quasi, es ist nicht ein Item, was du einmal nur kaufst und dann kannst du es immer benutzen. Sondern es ist wirklich etwas, was du halt konsumierst, verbrauchst und dann musst du noch mehr holen. Das ist ja mies. Naja, übrigens, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich die Hose anhabe. Keine Ahnung, warum ich gerade die Hose anhabe. Ich meine eigentlich, dass ich die nicht anhabe. Aber ich kann nicht die ganze Rüstung tragen, weil dann bin ich nämlich über dem Gewicht von 50 und scheinbar über 50 bist du wohl als langsam angelten. Ich bin momentan quasi bei Mittel die ganze Zeit und wenn ich langsam bin, habe ich quasi sowas wie eine Art Fat Roll, ja, mehr oder weniger, wie aus Dark Souls oder dergleichen. Und deswegen habe ich dann versucht, irgendwie Rüstung anzuziehen, die mich bei 50 oder unter 50, oder beziehungsweise unter 51 halt lassen. Und komischerweise, die Handschuhe, die habe ich angehabt. Nee, Quatsch, nee, ich habe die hier gerade nicht an. Trotzdem sieht man die aber hier. Weil die nämlich Teil der Brustrüstung ist. Weißt du gar nicht warum? Hä? Gibt es dann andere Brustrüstungen, die dann mir erlauben würde, dass ich die Handschuhe eher sehe oder wieder was? Oder sind die Handschuhe schlichtweg einfach nur Deko? Weiß der Geier. Ja. Eine Sache will ich übrigens gerade ausprobieren, weil ich habe gesehen, dass es, wann war das? Freitag? Donnerstag? Keine Ahnung. Da gab es einen Patch. Ich habe gesehen, dass irgendwas mit Nebula gemacht worden sei. Und zwar soll da irgendwas mit den Effekten wohl gemacht worden sein, die teilweise dann nicht zu sehen waren, aufgrund, weil angeblich die Waffe verdeckt worden sei. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann so stimmt, aber weiß nicht genau, was hier bedeutet, verdeckt. Ich sehe aber gerade, dass zum Beispiel von meinem von meiner Gasmaske oder was weiß ich, was ich da habe, im Gesicht, dass das da so ein bisschen durch die Waffe ragt. Meint man damit dann quasi verdeckt? Naja, egal. Mal gucken. Nope. Funktioniert immer noch nicht. Aber warte mal. Wenn da was mit verdeckt stande. Ablegen, ablegen. Wie kann ich das komplett ablegen? Ah, okay. F. Ja, wie man sieht, die Handschuhe habe ich gerade nicht an. Ich habe da extra Armschienen des Trainers mir gekauft gehabt, damit dann ich bei 50 bin. Nope. Still buggy. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht ein Fehler meinerseits ist, sondern wirklich etwas, was am Spiel selber liegt. Naja, gut. Dann machen wir mal weiter, ne? Ich will aber gerade nicht hier weitermachen. Weil ich möchte zurück nach Nerut. Denn offenbar lag da irgendwo noch ein Archetyp. Einfach irgendwo in der Pampa herum. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Ort noch nicht erkundet. Und ich weiß nicht, ob ich nicht hier irgendwo sogar irgendeinen Ort gar nicht gemacht habe. Kann nämlich gut möglich sein. Und ich will eine Waffe finden. Ich weiß aber nicht, ob ich die hier finden kann. Wie hieß der Ort? Ich guck mal ganz kurz. Ich habe die Seite nämlich noch offen. Weil ich habe nämlich so ein bisschen rumgeguckt, was gibt's denn eigentlich so für Archetypen? The Iron Vault or Timeless Horizon? Any device which can be found at some edge of Titan's Reach. Titan's Reach müsste dann Sektor des Titanen sein? Nee, oder?
Nee, habe ich das so... Oder habe ich das sogar überhaupt nicht? Habe ich das überhaupt nicht? Warte mal ganz kurz. Ja, tun wir da erstmal Titans Reach gucken. Und da mal kurz übersetzen. Was heißt das nochmal? Ach, verdammt, Google, mach doch mal. Och. Dass Google einen immer flashbangen muss, ne? Titansreich, ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, dass das so heißen könnte. Aber das wird bestimmt nicht so im Spiel heißen, oder? Oh, okay. Es kann also möglich sein, dass ich das gerade hier nicht habe. Ich meine, ich könnte versuchen, auch das hier zu finden. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Oh, warte mal. War nicht eins der Orte... Genau, Aeonwald. Genau. Which might be spawned in Aeonwald or Timeless Horizon. Okay. Titan's Reach Checkpoint, which might be spawned in either the Aeonwald or Timeless Horizon. Oder ist Titan's Reach quasi eher so eine Art Subzone? Subzone. So ein ganz kleines Fleckchen irgendwie wo, was man innerhalb von einem ganz bestimmten Ort finden kann. Wie jetzt zum Beispiel hier. Äonengewölbe. Weil nämlich das Item, was ich suche, das ist quasi irgend so ein Alien-Gerät. Kann ich finden am Rande der Map. Wo ich im Endeffekt ja quasi gar nicht hingucke, ne, weil... wobei vielleicht irgendwo da? Okay, erklär mir mal, warum kann ich hier langlatschen, aber da nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Irgendwo geht's hier hin. Weißt du mal so, einerseits will ich nämlich gerade meinen Primärarchetypen wechseln zu etwas, was ich noch nicht habe. Und andererseits das, was ich da kriegen könnte. Der Archetyp heißt Ingenieur und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so ein gewisses Fable für technologischen Scheiß. Ich meine zum Beispiel in Guild Wars 2. Da kann man sich denken, falls der ein oder andere schon mal das Spiel gespielt hat, da kann man sich denken, welche Klasse ich da hauptsächlich spiele. Nämlich einen Ingenieur. Weil ich mir gedacht habe, so, hey, ein Ingenieur nicht als Beruf, sondern als Klasse? Ha, interessant. Gleich mal ausprobieren. Yeah.
Oh, echt jetzt? Au! Explodierst du im Nahkampf, oder was? Endlich vorbei. Weil das Item, was ich nämlich finden kann, das ist hinter diesem, ich sag jetzt mal, giftigen Miasma, was man hier immer wieder mal hat. Das soll nämlich dahinter sein. Also man muss da durchlatschen, damit man dann scheinbar das Item einsammeln kann. Und das hier ist scheinbar ein Ort, den ich noch nicht erkundet habe. Kann ich ja auch mal hingehen, ne? Wer weiß, was ich da finde. Weil ich muss nämlich sowieso ein Item noch finden. Scheinbar muss ich einen Helm oder so finden. Und den Helm benötige ich, um irgendwo eine Tür zu öffnen, die ich sonst nicht öffnen kann. Aber ich habe das Gefühl, das kann ich nicht in dieser Version von der Rot. Sondern ich müsste womöglich den Abenteuermodus benutzen und hoffen, dass ich dann der Rot bekomme. Beziehungsweise, falls ich Nerut auswählen kann oder so, muss ich dann hoffen, dass ich dann die Orte habe, die ich brauche. Allerdings werden die Gegner entsprechend da wahrscheinlich schwieriger sein, denke ich mir mal, oder? Weil gerade habe ich hier Stufe 3 bei dem Ort, was ich da oben rechts sehen kann. Ich weiß zwar nicht genau hundertprozentig, was das heißt, aber ich gehe mal davon aus, dass das wohl so ein bisschen heißen soll, ja, umso höher, umso mehr Probleme könntest du haben. Okay, wieder so ein Ort mit den, mit diesem biologischen Virusgedönse. Ist das ein Fahrstuhl? Oh, kann man, nee, da kann man nichts machen mit. Und da ist eine Tür. Kann ich bis ganz nach da unten oder eher nicht so? Ich meine, ich höre da unten noch irgendwas. Achso, ich habe die ganze Zeit vergessen, dass ich meine Begleiter rufen kann. Ich habe auch übrigens diesen einen Ring drin, wo ich quasi, wenn ich Gegner, nicht Gegner, wenn ich hier irgendwelche Sachen beschwört habe, dann ein Stack von Bollwerk bekomme. Ich weiß aber nicht genau, was Bollwerk eigentlich macht. Ich meine, ich kann mir es vorstellen, dass es womöglich sowas halt macht, wie mein Schaden wird irgendwie verringert oder ich kriege halt pro Stack, oder nee, jeder Stack, der dann halt dann da ist, macht, dass dann der nächste Angriff, den ich dann vielleicht kriege, irgendwie 25% weniger Schaden verursacht oder so. Keine Ahnung. Wäre toll, wenn man das irgendwo sehen könnte im Spiel, aber ich glaube, das kann man nicht sehen. Da kann man wahrscheinlich nur extern irgendwo sehen, oder? Der dunkle Kanal. Ja, das ist definitiv ein Ort, wo ich jetzt eigentlich nicht hin müsste, aber ich war da noch nicht. Ich war da noch nicht und ich würde mir gern den Ort angucken. Weil wer weiß, was hier so rumfliegt. Sieht aber so ein bisschen so aus, als könnte das wieder so eine Quarantänezone sein. Ich muss hier raus. Quest-Item. Glyphe der Eraria. Scheint für irgendwas wichtig zu sein, auf jeden Fall. Ein einfacher Schlüssel zu einem Lagerraum. Eine Besenkammer gibt es hier wohl nicht, oder? Lagerraum.
da fällt mir gerade ein. Dieser andere Quarantäneraum, ich war da noch gar nicht drinnen, ne? Oder beziehungsweise ich war da drin, ich habe den ja abgeschlossen, aber ich habe diesen einen Schatz nicht geholt. Stimmt. Da könnte ich eigentlich auch mal hingehen. Und vielleicht habe ich gerade den Schlüssel gefunden. Au. Auf jeden Fall lohnt es sich schon mal hier reinzukommen, weil ich hier einen Eigenschaftspunkt gefunden habe. Huh. Oh, ein großer. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Respawnen die oder was? Was? Sag mal, ich hab gesehen, ich hab dich getroffen. Was? Tolles Deutsch. Übel. Ich hab doch gesehen, dass ich dich getroffen habe. Wie kann das sein, dass ich aber gar keinen Schaden verursacht habe, hä? Okay, da ist scheinbar eine Tür, die ich nicht auf den einfachen Wege öffnen kann. Der einfache Weg ist einfach aufmachen. Also gut, dann kommt her und holt's euch. Ich muss sagen, diese Elektrokisten sind eigentlich ganz cool, wenn man diese anschießt. Die anderen, die einfach nur explodieren, sind, naja, uninteressant. Machen irgendwie fast gar keinen Schaden. Aber die hier sind interessanter, weil die halt scheinbar so einen Dot verursachen. Ich weiß nicht genau, was die Voraussetzungen sind, aber scheinbar explodiert der und dadurch machst du dann nochmal ordentlich Damage. Amulett des Vermächtnisprotokolls. Oh, was ist das für ein Ding? Oh, ich bin in Schwierigkeiten. Oh, wie ist das, meine ich? Ja, Elektro. Keine Ahnung, ob ich da gerade in irgendwas reingerannt bin. Zum Geier, was ist denn das für ein komisches Ding? Hatte das ein Gesicht gehabt? Ich weiß nicht, was es hat, aber es sah aus wie ein Gesicht. Offensichtlich von der anderen Seite. Yeah.
Das ist irgendwie ein cooler Debuff. Kann ich den auch selber irgendwie erzeugen mit irgendeiner Waffe? Ach stimmt, der Beschwörer. Ich bin so blöd, ich hab den schon wieder vergessen. Ah, zum Glück ist das vorbei. Passt nicht. Ich bin so blöd, ich hab einen zweiten Archetypen und ich benutze den nicht. Diesmal ist der Dicke nicht da. Es ist kein Platz mehr. Entweder existiert er jetzt nicht mehr oder er ist irgendwo anders. Okay, scheint wohl einfach nur ein Weg zu sein, um hier reinzukommen. Was ist das? Okay. Das war aber irgendwie easy. Gut, ich bin auf... Nee, das ist Stufe 11, also... Na, das nehme ich doch mit. Kristallherz. Ah, und die Tür geht einfach auf. Gut, ich gucke mir mal kurz mal das Amulett an und, das Herz. Verringert Fähigkeitenabklingzeit um 20% und erhöht Fähigkeitendauer um 15%. Okay. Bei Verwendung werden 100% der maximalen Gesundheit über einen Zeitraum von 10 Sekunden geheilt. Bewegungstempo wird um 50% und eingehender Schaden um 25% verringert. Dauer 10 Sekunden. Oh. Also, ich krieg eine 100%ige Heilung. Über einen Zeitraum von 10 Sekunden. Also jetzt quasi 10 Sekunden lang 100% Heilung bekommen? Oder soll das heißen eher quasi in dem Zeitraum werde ich dann komplett hochgeheilt? Wahrscheinlich eher komplett hochgeheilt, ne? Und währenddessen bin ich 50% langsamer und kriege aber auch weniger Schaden dafür. Ja, I don't know. Klingt nicht verkehrt, aber... Ich mag irgendwie dieses blühende Herz. Du kriegst da zwar anfangs weniger Heilung, aber du kriegst halt das über einen gewissen Zeitraum hinweg. Relativ zügig sogar, meine ich. Und du hast noch drei weitere Mummeln in der Gegend rumfliegen, die du einsammeln kannst zum Heilen. Wo ist jetzt dein? Gucken, ob ich die Tür aufkriege. Ist aber irgendwie gerade ein bisschen enttäuschend, dass der Patch nicht den Bug behoben hat. Mit Nebula. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, das kann ich benutzen. Ist das denn jetzt da drinne oder? Okay.
Das sieht nicht gut aus. Oh, von oben auch. Da oben ist was Liedernes. Das ist eine Tür? Nee, ne? Ja, dachte ich mir. Das dachte ich mir schon, dass das keine Tür ist. Ich habe übrigens vorgestern? Ja, in gewisser Weise gestern, vorgestern die meiste Zeit. Mal Dingensbums hier gespielt gehabt, dieses Super Mario RPG Remaster. Au. 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 Lass das sein mit den Klonen. Wo? Ach, ich glaube, die respawnen ständig, die Drohnen. Ah, verdammt. Ich will was sagen, alles juckt. Ich habe wenig Platz. Oh, du bist aber ganz fixer. Au. Ich hasse diesen Angriff. Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Lass mich hier weg! Ich hasse das mit dem Klon. Boah, nee. Okay. Zumindest ist das vorbei. Fast nicht. Das war mir gerade ein bisschen zu viel, fast schon klaustrophobische Kämpfe hier zu haben. God damn it. Ja, was ich sagen wollte, ich habe da das RPG, Super Mario RPG gespielt, das Remaster, und ist ein relativ kurzes Game. Ist ein relativ kurzes Game, und ich muss sagen, ich habe das ja gesehen gehabt, so ein bisschen bei anderen schon mal. Das Originalspiel habe ich ja gesehen mal gehabt. Ich habe aber auch zum Beispiel Leute Paper Mario spielen sehen. Und kam mir irgendwie alles sehr bekannt vor.
Das ist quasi, man hat einfach dasselbe, was man in Super Mario RPG benutzt hat, hat man dann einfach später auch scheinbar wohl in Paper Mario benutzt. Das Spielsystem und finde ich ein bisschen komisch einerseits, dass man da scheinbar stärkere Angriffe hat, dann wenn man im richtigen Moment eine Taste drückt. Vor allem, weil es manchmal einfach überhaupt nicht klappte. Oder beziehungsweise Angriffe blockt. Aber ich muss auch sagen, irgendwie wirkte das Spiel echt mega einfach. Ring der Krise, ja, die hatte ich gerade. Irgendwie wirkte das Spiel echt mega einfach. Ich hatte nur eine einzige Niederlage in dem Game. Und das war aber auch nur gegen diesen komischen Sensei, den ich dann halt bekämpfen wollte, zu einem Zeitpunkt, wo ich den eigentlich nicht bekämpfen kann, weil ich zu niedriges Level habe. Erhalte ein Schild für maximal 25% der maximalen Gesundheit, wenn die Gesundheit des Trägers unter 25% fällt. Dauert 10 Sekunden. Ja. Ja, eigentlich, ne? Also ah, nein, verdammt, was habe ich da gerade drin gehabt, verdammt. Den da. Ne? Ja. Machen wir mal das da rein. Kann zwar vielleicht jetzt gerade kontraproduktiv sein, aber ja, ja, doch, ja. Wäre gerade echt nicht verkehrt gewesen, glaube ich. was nehme ich denn, was nehme ich denn, was nehme ich denn, was nehme ich denn? Macht sich das eigentlich überhaupt bemerkbar? Am Ende sammle ich da Punkte rein, die im Endeffekt gar nichts bringen. Achso, ich bin ja hier dann so, ne? Bäh. Ja, dann kann ich ja... Achso, ne, hier gibt es ja gar keinen Checkpoint. Okay, dann muss ich rauslatschen. Ich guck mir mal noch das Gewölbe ein bisschen weiter an. Oder ich guck mir die Karte gleich mal an. Eventuell sehe ich das ja vielleicht sogar. Ansonsten kann das gut möglich sein, dass ich wahrscheinlich das Dingensbums hier machen muss. Abenteuermodus starten und hoffen, dass ich da das kriege, was ich haben will.